Hi Leute, heute eine Sensation auf dem Channel. Heute haben wir hier die Aeonic Arms Alpha Comp, die erste Stahlglock. Los geht's! Hey friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer, die Waffe ist entladen und sicher. Und jetzt haben wir heute einen Gast hier. So, heute wird es ein etwas übersetztes Video geben. Zach ist aus Amerika und deswegen werde ich für euch dann alles im Hintergrund übersetzen. Ich bin ja hier zu Gast bei Vienna Arsenal und er ist auch Instructor bei Bravo Zero Six. Und er hat die große Erfahrung gemacht mit dieser Aeonic Arms Alpha Comp. Und hat sie quasi als Prototyp bekommen und kann darüber richtig viel erzählen. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero Six und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für sie und ihn. Du hast ja den Prototyp der Aeonic Arms. Also lasse ich dich etwas darüber erzählen, da du mehr Erfahrung damit hast. Das ist einer der Prototypen, den sie haben, und ich muss sagen, es ist eine fantastische Pistole. Ich habe ca. 2000 Schuss mit ihr gemacht und bin in die Waffe verliebt. Sie wurde ursprünglich für das Competition Shooting entworfen. Über das Coolste an der Waffe möchte ich heute mit euch sprechen. Das wäre das Design und wie sie gemacht wurde. Und vor allem, was sie gemacht hat. Der Rahmen oder das Griffstück betreffend wurde alles 3D gedruckt. Der Verschluss oder Schlitten ist ein Standard-Glock-Verschluss. Zum 3D-Druck wurde 714er Stahl genutzt. Es ist beeindruckend zu sehen, was eine Waffe dieser Art mit diesem Gewicht kann. Ein weiterer Punkt, der wirklich cool ist, sind die Griffschalenstücke, die man austauschen kann. Ich habe die Originalen durch graue ersetzt, um einen schöneren Look zu erzielen. Sie kamen komplett in schwarz an, aber mein Wunsch, sie zu verändern, wurde bei der Firma sofort umgesetzt. Der Hersteller arbeitet mit vielen führenden Firmen in der Branche zusammen, damit es in Zukunft viele austauschbare Teile geben kann, ob nun Visierungen oder Griffmodule. Somit bleibt die Möglichkeit, die Waffe auf sich selbst zurechtzubauen. Ein weiteres Feature, welches ich klasse finde, ist das breite Magwell oder auch der Magazinschacht. So hat man ein wenig mehr Spiel, um leichter ein Magazin einzuführen. Das haben bisher noch nicht viele Hersteller von Haus aus im Angebot. Hat Heckler & Koch so etwas? Ich weiß, dass Walter in der Steelframe Edition so etwas hat. Immer mehr und mehr Firmen versuchen, das in ihre Competition-Pistolen zu implementieren. Aeonic Arms ist dem gefolgt und machen das fantastisch. Ich bin ein großer Fan davon, den Magazinwechsel durch dieses Feature schnell durchführen zu können. Das letzte Feature, über das ich hier sprechen möchte, ist dieser Beaver Tail. Dieser ist wirklich groß und deckt die Hand so sicher ab. So bekommt man einen höheren Griff, ohne Gefahr zu laufen, vom Verschluss verletzt zu werden. Einen Slidebite sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Ich kenne da so eine SIG.
Ionic Arms hat mit diesem Beavertail die Möglichkeit, einen Slide Bite zu bekommen, eliminiert. Zusammen mit den Texturen auf dem Griffstück klingt sich die Waffe regelrecht in der Hand ein und gibt einem eine positive Kontrolle. Das letzte Mal, als ich sie geschossen habe, war bei einer Two-Gun-Competition. Jedes Mal, wenn ich die Waffe gezogen habe, hatte ich direkt einen perfekten Griff. Und durch das Gewicht hatte ich gefühlt keinen Rückstoß. Lasst uns mal über das Gewicht sprechen. Diese Waffe hier kommt an bei unter 50 Unzen oder unter 1400 Gramm als ungeladene Waffe. Just under 50 ounces. Unloaded magazine, just under 50 ounces. Das andere Modell, die Alpha Carry, wiegt unter 40 Unzen oder auch unter 1130 Gramm. In der Zukunft planen sie noch eine Alpha Pro-Version, aber darüber liegen mir zu wenige Informationen vor. Aber von dem, was mir erzählt wurde, soll diese Version etwas schwerer werden, zwischen 50 und 53 Unzen, also 1400 und 1500 Gramm. Ich bin schon gespannt, mit was sie am Ende aufkommen und was sie noch alles verbessern wollen. Wenn das jetzt bereits die coole Version ist, was wird dann die Pro-Version sein? Ionic Arms versucht, die Pistole in Produktion zu bringen, damit sie gegen Ende des Jahres die ersten Waffen an die Kunden verkaufen können. Pre-sales in Q2. Now those aren't, those are tentative dates. Those aren't rock solid, but you can be on the lookout for them in the near future. And they are trying to get this thing out into the hands of people and get it into production sooner rather than later. So, and they're doing a great job of getting this stuff worked out. That's pretty much all I have to say. Das war so ziemlich alles, was ich über die Waffe erzählen wollte. Ionic Arms macht so viele coole Dinge. Alleine schon, dass diese Waffe 3D gedruckt wurde. Was ich dazu noch sagen wollte, die zukünftigen Waffen werden nicht 3D gedruckt sein. So cool das auch ist und so gerne die Firma das tun wollte, das 3D-Druckverfahren ist einfach etwas zu teuer in der Herstellung, was sich dann auf den Preis ausgewirkt hätte. Um den Kaufpreis realistisch zu halten, hat man sich entschieden, auf ein CNC-Verfahren zurückzugreifen. Die Griffstücke werden dabei mit der gleichen Präzision hergestellt und behalten ihr Gewicht. Somit wird es am Ende keinen Qualitätsverlust geben, aber der Kaufpreis um einiges geringer. Es ist unglaublich, dass sich das Gewicht in der Hand nicht übertrieben anfühlt. Es fühlt sich einfach an wie ein Teil der Hand. Sie ist toll ausbalanciert. There's no, it's not front heavy. Yeah, it's not. It's well balanced. It's not all in the front. It's not all in the back. Exactly. And like even for me as a Glock noob. Und selbst für mich als Glock-Anfänger war es ein tolles Erlebnis, diese Waffe zu schießen. It felt just right. Oh yeah. The little. Oh. Und diese kleinen Einkerbungen, die hier eingelassen wurden, damit darin die Finger liegen können, sind toll. Es fühlt sich einfach natürlich an. The original designer. Der ursprüngliche Designer hat sich viel Mühe gegeben, die Konturen richtig zu machen, damit es sich so natürlich und vorteilhaft wie möglich anfühlt. It fits my hand in a specific way and it makes it more natural, it makes it a lot more comfortable. And one of the big things that eines der Dinge, von denen ich sehr begeistert bin, ist die Art, auf die der Griff für die Finger Aussparung besitzt, durch die man seine Knöchel auf einer Linie anbringen kann. Ist der Griff entweder zu breit oder zu dünn, so hat das Auswirkungen auf die Präzision. Als Instructor ist mir aufgefallen, dass es neuen Schülern oft schwerfällt, die Waffe rechts richtig zu halten und richtigen Druck im Griff aufzubauen.
Die Fehlstellung der Knöchel führt oft zum Verreißen der Waffe. Wenn die Knöchel auf einer Linie sind, fällt dies oft leichter. Man hat wirklich darauf Acht gegeben, dass diese Waffe für Neulinge wie auch für erfahrene Schützen leicht aufzunehmen ist. So that not only can new shooters shoot it well, but experienced shooters can shoot it that much better. Guys, as you see, this gun is Leute, amazing. Wie ihr sehen könnt, ist diese Waffe unglaublich und brandneu. Und ihr habt sie hier als erstes gesehen. And, we're gonna show you how it's Gleich werdet ihr sehen, was sie auf der Range alles kann. Just in a couple of seconds. And, I think you have a lot of Zach hat noch mehr Videos darüber, welche wir hier anfügen werden. And then we can add it here. So, happy to. You guys have a lot of Jetzt habt ihr damit auf jeden Fall genug Informationen zu verarbeiten. Wenn Zack die Waffe schießt, hat sie gefühlt gar keinen Rückstoß. Ich habe sie sogar verglichen zu meiner CZ Competition Pistole, die einen Kompensator drauf hat, ein Licht und damit extra Gewicht auf der Front. Die Waffe ist übrigens auch auf dem Channel. Ja, mit genau dieser Waffe habe ich sie verglichen. Und sie waren beide gleich auf, obwohl die Aeonic Arms absolut blank war. Vielen Dank an euch und Aeonic Arms, dass ich dieses Video auf den Kanal packen durfte. Wenn ihr mehr wissen wollt, besucht Vienna Arsenal und Bravo Series 6, holt euch Training und dann bis nächstes Mal. Nothing. Like nothing. Yeah. Gotta catch it with the camera. This thing is like cheating.
nice. All right, keep going.